Simpel, aber raffiniert. Das Design des Bentley Continental GT wirkt wie aus einem Block geschlagen. Keine auffälligen Sicken oder Kanten stören die erhabene Ruhe dieses Übercoupés. Introvertierter Luxus. Die ganze Pracht wird erst im Innenraum sichtbar. Edelstes Wurzelholz und feinstes Leder erinnern die Passagiere, du bist ganz oben angekommen. Rund 2,3 Tonnen Stahl, Holz und Aluminium werden entmachtet von 12 Zylindern. 575 PS, 4,6 Sekunden auf 100, Topspeed 318 km/h. Grundpreis knapp 184.000 Euro. Mir ist schwer, denn Bentley trägt das Siegel Royal Warrant und ist damit offizieller Hoflieferant der britischen Monarchie, vor allem dank pompöser Modelle wie dem Continental GT. His Automobile Royal Highness Sir Bentley, das ist wirklich der Hochadel unter den Automobilen. Auch wenn es heutzutage natürlich immer, wenn heutzutage der Begriff Premium und so weiter immer wieder überstrapaziert wird und bei jedem wird nochmal ein Superlativ rausgeholt und das ist jetzt noch feiner verarbeitet. Bentley hat schon noch eine eigene Stellung. Das ist von der Verarbeitungsqualität traumhaft. Da kannst du an jede Ecke fassen. Selbst hier die Verstellung von der Sitzheizung oder auch Sitzkühlung übrigens, die ist ganz fein gerastert. Ja, da steckt wahrscheinlich mehr Blech drin als früher in einem ganzen Trabi. Das ist wirklich beeindruckend. Und dann schaut man dann auch noch auf diese Uhr, die von Breitling gebrandet ist. Dieses Wurzelholz ist feinstens verarbeitet, ist dieses aus dem Vollen gedrehte Luftauslässe, die sind traditionell schon früher bei den Bentleys drin gewesen. Dann diese Organ-Pipes, also diese Steller, die man für die Orgel eigentlich nur aus der Kirche kennt. Also da wird für die solvente Kundschaft einiges geboten. Nicht die Summe einzelner Details, sondern die fesselnde Strahlkraft seiner Erscheinung definieren den wahren Luxus. Bei Filmstars redet man davon, dass sie einen Raum füllen. Beim Bentley füllt er einfach die Straße. Egal, wo er hinkommt, ob er von einem Hotel vorfährt, ob er über die Croisette in Nizza flaniert. Das ist ein automobiles Statement. Er weiß, was er kann, souverän. Er steht auf der Straße. Vor allem erzeugt er nicht ganz so viel Sozialneid wie andere Autos seiner Klassen, weil er nämlich sich in der Form ein bisschen zurückzieht. Aber er kann auch ziemlich gut fahren. Da steckt nämlich ein 12-Zylinder vorne unter der Haube, ein W12-Zylinder, um genau zu sein. Dann geht da ordentlich was vorwärts. 6-Liter-Motor oder 575 PS und 700 Newtonmeter. Werden dann sogar die weit über 2 Tonnen, die er wiegt. Man merkt, jo, ein bisschen nebensächlich. Der ist jetzt noch zwangsbeadet mit 2 V-Turbos und die flößen ihm noch mal ordentlich Dampf ein, was vor allem dafür sorgt, dass es keinen Bereich gibt, in dem er irgendwie eine Schwäche zeigt. Er geht immer brutal vorwärts. Jeder Autofan kennt ja den typischen V-Motor. Eine Zylinderbank, die andere Zylinderbank und die liegen in so einem V-Winkel zueinander. Nehme ich jetzt einen W-Motor wie bei VW oder jetzt speziell bei dem Bentley, dann habe ich einen V, dann habe ich ein zweites V, die sind ineinander verschränkt. Dadurch habe ich einen sehr kompakt bauenden Motor, in dem Fall mit einem Zylinderbankwinkel von 72 Grad. Beinahe verschwenderisch überflutet der W12 alle 4 Räder mit seiner Kraft. Bentley Continental GT, jawohl, steht für Gran Turismo, passt auch gut zu dem Auto, weil es ist nämlich ein Gran Turismo, das ist kein harter Sportler, sondern das ist ein Auto, mit dem ich einfach schnell und sehr komfortabel ankommen möchte. Schnell ist überhaupt kein Thema, der ist nämlich nicht abgeregelt. Was in dem Auto sehr erstaunlich ist, ist, wie sauber den Bentley abgestimmt hat. Hier, in der Lenkung, ganz fein, sehr präzise, nie aufgeregt. Die Federung ist selbst im Sportmodus, man kann sie nämlich verstellen, weil er nämlich adaptive Dämpfer hat. Selbst dann ist sie immer noch schön ausgeglichen, er dämpft das schön weg. Hat, wenn man ihn im Komfortmodus hat, so ein ganz leichtes Wiegen drin. Das ist so ein staatstragendes Wiegen. Und wenn man geradeaus fährt, boah, dann ist eigentlich nur noch ein Raketenstart schöner.
Souverän, aber keinesfalls radikal sportlich. Voll und ganz verweigert sich der Bentley dem aggressiven Einsatz auf abgesperrten Pisten. Der Continental bleibt, wo er hingehört: auf der Straße.